Was ist das Urteil über Sternzeichen? Das ist Schirk. Niemand besitzt das verborgene Wissen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand besitzt das verborgene Wissen außer Allah. Wer sagt, dass er verborgenes Wissen hat, so ist er kein Muslim und wird niemals ein Muslim sein. La ya'lamul ghaib illa Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, diese Leute, Achil Karim, das sind Leute, wir sagen immer, die haben mehr Zeit, als sie brauchen. Warum? Schau mal, wenn du liest, was sie so schreiben, du wirst eine Arbeit finden. Klar, jeder wird irgendwann in 20 Jahren mal eine Arbeit finden. Du wirst stürzen. Normal, dass jeder irgendwann mal stürzt in seinem Leben. Verstehst du, was ich meine? Sie schreiben allgemeine Dinge, die auch allgemein bei den Menschen passieren. Und leider gibt es Leute, ich weiß nicht, wo sein Verstand ist, aber der lässt sich von so etwas blenden und glaubt daran. Ein Muslim darf nicht daran glauben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.